Ernsthaft? Ernsthaft 43 Riesen? Fantastic. Guten Tag, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans. Mir fällt ja die Kamera, geil, sie verabschiedet sich schon wieder, geil, ich liebe Microsoft. Microsoft Webcams sind die geilsten auf der ganzen Welt, ohne Scheiß. Nicht, die könnten in dem neuen Update enthalten sein, nein, Spaß. Zur Update-Meinung kommen wir noch, es ist noch eine Minute und jeder in diesem Clan hat angegriffen, wie es sich gehört, nur einer nicht. Ihr könnt euch vielleicht denken, wer es ist, ihr könnt es euch, glaube ich, denken, es ist Kollege Matthias, ich muss mal eben das Mikro ein bisschen weiter nach vorne holen. Ja, jeder hat angegriffen, bis auf Matthias, und das ist ein bisschen schade eigentlich. Ja, der Gegner hat jetzt noch Angriffe übrig. Ich lasse mal eben jetzt noch kurz laufen. Danach kommen wir noch auf den Titel der Sendung zu sprechen. Moment. Warum ist es die unbesiegbare Base? Wir werden es gleich sehen, aber ja, 28, 27. Ja, Handy habe ich hier. Ich habe ihm geschrieben. Ich habe geschrieben, Clan War, yalla yalla, beeil dich mal. Oh, er greift doch an. Ah, so gerade eben. Ja, das wäre so diese typische Taktik, ne? Wobei, dieses Mal ist es sogar halbwegs... Oh, es ist sogar halbwegs in seiner... Oh. Ernsthaft? Ernsthaft 43 Riesen? Ernsthaft? Ernsthaft? Kann man jemanden während des Clankriegs rausschmeißen? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber wir lassen es jetzt mal. Ich schmeiß ihn gleich raus, direkt nach dem Clankrieg. Vielleicht klappt's ja auch. Es klappt nicht. Es kann eigentlich nicht klappen. Es kann nicht klappen. Vor allem die Helden werden jetzt gleich geröstet von dem Drachen. Wir gucken mal gleich, was die Riesen. Nee, das kann nicht klappen. Das ist zum Scheitern verurteilt, dieser Angriff. Oh, dieser Junge macht mich noch fertig, ey. Dieser Junge macht mich noch fertig, ohne Scheiß. Ja, das ist Live-Clan-Krieg. Das kann man ja nicht planen in der Aufnahme. Das war nicht abgesprochen. Das merkt man ja auch an meiner Reaktion. Das ist einfach nicht abgesprochen. Die Königin läuft jetzt noch. Immerhin, was man ihm zugute halten muss, er holt jetzt wenigstens keinen Stern mehr. Das heißt, er hat im Grunde das Elixier umsonst rausgeschmissen. Alter Schwede, Marbol, was machst du denn? Wie kann man mit 43 Riesen angreifen? Vor allem, bis man die ausgebildet hat. Der Clankrieg hätte ja auch noch knapper sein können. Das bedeutet, hätte vielleicht auch auf seinen Angriff ankommen können. Es wäre so... Ich hätte ihm so eine verpasst. Natürlich nur mit Worten, wenn wir jetzt deswegen verloren hätten. Aber es ist jetzt gleich vorbei. Außen lebt noch einer. Da lebt noch einer. Ich wollte gar nicht so lange auf diese Scheiße jetzt hier eingehen. Das hat sich jetzt einfach so ergeben. Dadurch, dass er so... Jetzt können wir es ja mal ausprobieren. Ob wir ihn rausschmeißen können, während der Angriff noch läuft. Was passiert denn dann? Hab ich noch nie drüber nachgedacht. Wo ist er denn? Marbuel. Hab ich doch eben noch gesehen. Da. Während des Angriffs... Ja, es geht. Ich konnte ihn während des Angriffs rausschmeißen. Ich lade ihn jetzt mal gleich wieder ein. Aber ich konnte ihn während des Angriffs rausschmeißen. Ja gut, es ist eigentlich logisch, dass das geht. Ich bin mal nur gespannt, was dann gleich... Also normalerweise, er müsste ja den Angriff sehen, dann müsste er dann gleich rausfliegen. Aber wir wollen ihn natürlich wieder einladen. Ich finde es aber lustig. Jetzt wollen wir aber noch zu dem gucken, was ich... Ich zeige noch viel mehr Clankriegsangriffe morgen. Ich weiß jetzt nicht, also ich nehme es quasi am Donnerstag auf. Ich weiß jetzt nicht, ob Freitag noch der Sneak Peek kommt, ob noch ein weiterer Sneak Peek kommt. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Deswegen wird das hier wahrscheinlich die Folge sein, so um 14.30 Uhr oder so, oder 14.05 Uhr, dann tippe ich mal. Dann wird um 17 Uhr auf jeden Fall noch was kommen. Vielleicht auch sogar schon zum Update, ich weiß es noch nicht genau. Krieg ist zu Ende, jawohl, wir haben gewonnen. Ich krieg leider nur die halbe Beute. Ist er wieder drin? Ach komm, Marbuel, jetzt komm auch rein. Posteingang ist voll. Na gut, ja, Marbuel, habe ich ihn, glaube ich, eingeladen. Ne? Egal, wir wollen jetzt noch mal drauf gucken. Die unbesiegbare Base, die ich schon nachgebaut habe, die ich im nächsten Clankrieg, 49%, oh, es war sogar knapp, die ich im nächsten Clankrieg dann noch quasi auch selber aktivieren werde. Wir wollen mal gucken. Wir fangen an, wie war's denn? Ich habe 48% geholt. Ich hatte so eine geile Taktik. Und sie ist an einem ganz kleinen Detail ist sie gescheitert. Kommen wir vielleicht noch drauf.
Ich habe übrigens mit meinem ersten Angriff habe ich lockere 2 Sterne geholt. Das lief echt gut. Und mit dem zweiten Angriff, der ging daneben. Wen haben wir denn noch gehabt? Was denn? Ich komme total durcheinander. Mein Team. So. Erster Angriff, locker, flockig, 2 Sterne. Hier. Erst hat Smooth probiert bei der 1, 48%. Ich habe 48% geholt. Und Anna hat auch 48% geholt. Es ist unglaublich. Wir gucken uns mal den Angriff von Anna an. Ich werde, wie gesagt, morgen werde ich noch ganz viele Clankriegsangriffe zeigen. Ich kann auch gerne ganz viele Clankriegsangriffe zeigen, während ich dann über das Update spreche. Was mir gefällt an dem Update, was mir nicht gefällt, was noch kommen wird. Es wird noch so viel kommen, Leute, beim Update. Wem das Update bisher noch nicht gefällt, bleibt einfach dabei. Ich kann euch versprechen, es kommt noch was Geiles. Fragt nicht, woher ich es weiß. Fragt nicht. Ich kann es euch nur versprechen, es kommt noch was Gutes. Aber es bleibt einfach noch dabei. Und ja, ist Marvel mittlerweile dabei? Nein! Nein, nicht kicken! Der Marvel! Marvel Stachelschwein! Hat er mir mittlerweile mal geschrieben? Ne, hat er immer noch nicht. Ich mach spannend. Akira hat mir geschrieben. Kira schreibt, ich hab's dir vorher gesagt. Ja gut, bei Marvel, dem kleinen Experten, sag ich mal, da musst du immer auf alles gefasst sein, auf jeden Fall. Ist aber auch lustig, aber ärgerlich manchmal. Wenn es jetzt allein wegen diesem Angriff gescheitert wäre, dann wäre ich ein bisschen pisst gewesen, aber nun gut, so kann man drüber lachen. Mit seinen 43 Riesen oder wie viel es waren. Ja, Anna hat es probiert mit Drachen. Hat nicht ganz geklappt. Wie gesagt, Angriffe zeige ich euch alle noch später, morgen oder vielleicht auch in der 17 Uhr Folge, ich weiß noch nicht genau. Nur ich möchte Ehre wem Ehre gebührt, diese Base auf jeden Fall ehren. Das ist echt krass, weil die Base ist echt fies. Du denkst dir so, es ist eine normale Square Base? Nein, es ist keine normale Square Base. Ich kann euch mal genau zeigen, wo der. Kennt ihr das, wenn man sowas sagen will und dann hat man so, leckt man sich so ganz schwul über die Lippe. Bäh. Egal, zurück zum Thema. Diese Base ist keine normale Square Base. Ich fäng die oben schon an. Diese beiden Mauern, die da oben sind, sind schon mal echt scheiße. Dann du kannst einfach nicht mit 3 Sprungzaubern gescheit hier durchkommen, das geht auch nicht. Diese Mauer ist auch nochmal scheiße, die splittet die Truppen nochmal, hier hinter ist nochmal direkt eine Riesenbombe, das ist auch scheiße. In der Mitte ist so viel konzentriert einfach nur. Es ist echt schwierig. Mein Marvel, jetzt komm nochmal rein, komm. Wollen wir nochmal rein? Komm, wir holen ihn nochmal rein. Er ist bestimmt schon im anderen Clan jetzt. Einladung, Marvel die Dritte. Ich habe ihn wieder eingeladen, aber ich wollte auch mal als Strafe. Wir gucken mal auf Moose. Moose hat sich da als erster dran versucht an der Base. Man muss sagen, sie ist schwierig. Sie ist echt nicht einfach. Der Ray aus dem Gegner, klar, wir haben gesagt, wir haben den Clankrieg gewonnen, ich bin mega zufrieden. Hat gut geklappt, er hat 3 Sprünge genommen, ich habe sogar nur einen genommen. Ich wollte erst 4 Sprünge nehmen, ich habe nur einen genommen. Ah, Mann, ey, ich hatte es mir so schön ausgemalt, aber es klappte leider nicht. Wir gucken mal ein bisschen im Schnelldurchlauf, was der Moose gemacht hat. Ah, die Base ist echt übel. Die Base ist wirklich mega übel, Leute. Ich kann es euch sagen, das ist kein Zuckerschlecken. Und da sehen wir es jetzt. Da, Riesenbombe, da überall. Und alles läuft da rein. Wobei er sogar noch Glück gehabt, dass quasi Riesenbombe nicht von den Magiern ausgelöst wurde. Es war knapp. Es war richtig knapp bei ihm, muss man sagen. Bei ihm war es am knappsten, glaube ich, von uns allen. Ich hab mich so geärgert einfach nur. Ich habe mich so geärgert über meinen Angriff. Ich hatte ihn mir so gut zurechtgelegt, den Plan. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Weil bei mir eine einzige Sache nicht gepasst hat. Und das hat im Grunde, wo die Mauer hier bei mir an der linken Seite nicht offen ging. Da wusste ich schon, jetzt ist der Angriff im Arsch. Das weißt du teilweise schon. Du weißt teilweise schon, jetzt läuft's nicht, jetzt holst du auf. Nee, jetzt holst du nicht mal einen Stern. Es war knapp. Es war so knapp beim Moose. Leider nicht ganz geklappt, aber egal. So, mal gucken. Ist er wieder da drin? Ah, er ist bei MBF, schreibt er. Na gut, wir gucken mal trotzdem eben noch auf meinen Fail-Angriff. Ah, ich habe mich so geärgert. Ich war kurz davor, mein iPad so zu nehmen und... Nein. Also, kurz zur Theorie. Wie hatte ich es mir überlegt? Ich hatte überlegt, ein Sprung reicht. Wenn ich den Sprung genau hier beim Minenwerfer setze, kommen sie hier durch. Hat geklappt, also daran lag es nicht. Die Seite musste hier aufgesprengt werden. Die Seite musste aufgesprengt werden. Und da ich ja wusste, dass ein Loon und ein Hund in der Clanburg ist, war die Taktik, dass die beiden Golems auf der linken Seite sich im Grunde einwandfrei um die Clantruppen kümmern, denn
sagen wir mal ganz ehrlich, bis ein Loon und ein Hund den Golem kaputt gemacht haben, bis dahin habe ich das Rathaus 5-mal down. Das ist absolut kein Problem. Und ich wusste auch schon von den anderen Angriffen, dass hier in der Mitte Tesla sind. Das bedeutet, ich habe dann gewartet, bis ich dann den Erdbebenzauber gesetzt habe. Der macht dann 21% Schaden an allem. Also quasi an 7 bis 8 Gebäuden gleichzeitig in der Mitte. Also richtig gut eigentlich. Problem ist halt, die Seiten müssen aufgehen. Wenn diese Seite hier rechts nicht aufgegangen wäre, es wäre noch egal gewesen. Aber links muss es aufgehen wegen der Clanburg. Ich hätte sie auch noch locken können. Ja, das auch wieder, aber dann wäre sie zu früh rausgekommen. Wir gucken einfach mal. Es fing alles mit dem Sprungzauber an, passte ganz genau. Wir sehen es hier, die Ecke ist noch überlappt. Das heißt, die springen ein bisschen in die Mitte rein und dann... Ich habe selber noch nicht geguckt, woran es lag. Ich habe bestimmt irgendwas richtig Blödes mit den Mauerbrechern gemacht. Die gingen alle noch ganz gut. 3 Stück, zack, zack, aufgesprengt. So, jetzt bin ich mal gespannt. 1, 2, 3, 4 Stück habe ich noch. Nein, warum habe ich die denn da hingesetzt? Warum habe ich die Mauerbrecher denn auf die Seite gesetzt? Der Magierturm. Ich hatte gedacht, der Magierturm würde auf die Golems zielen. Scheiße. Na gut. Ja, war blöd von mir gemacht und jetzt ging die Seite nicht auf. Da lag jetzt das Problem. Die Seite ging nicht auf. Ich hatte jetzt ein Problem. Ich wusste genau, die Clan-Truppen gehen jetzt nämlich gleich auf die Truppen bei mir in der Mitte. Und das ist der Fehler, ne? Die Helden brauchen Platz. Sie hätten eigentlich schon längst gelockt sein müssen, ja. Blöd gelaufen. Und jetzt konnte ich richtig viel freezen in der Mitte, aber es hat einfach nicht geholfen. Hier war ich sogar noch zumindest ein bisschen optimistisch, dass es noch halbwegs klappen könnte. Das habe ich sogar da nochmal gefreezed. Inferno-Turm ist sogar down. Jetzt konnte ich noch schön auf das Rathaus schießen, aber es hat nicht gereicht. Es hat leider nicht gereicht. Ach Mann, die Königin konnte ich sogar noch zünden. Da hatte ich denn das Rathaus sogar mal ein bisschen... Nee, das hatte ich nicht mehr ansatzweise. Ah, doch. Oh, sogar knapp. Ich hatte das Rathaus sogar fast down. Ganz knapp, aber es hat nicht ganz gereicht, leider. Und dann sind die noch außen rumgelaufen, die beiden. Es hätte so einfach sein können. Na egal. Ich habe die Base jetzt, wie gesagt, selber drin. Oder zumindest werde ich sie reinmachen und dann... Vielleicht läuft es im nächsten Tag nicht besser. Ich würde sagen, wollen wir noch einen starten? Fragezeichen. Ja, ich frage mal nach, ob wir einen starten wollen. Und dann sind wir auch schon am Ende. Ich werde langsam heiser. Und ja, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns, ich denke mal, das hier wird jetzt die 14:30 Folge sein, wenn kein Sneak Peek kommt. Sehen wir uns um 17 Uhr wieder bei... Oh, Alter. Sehen wir uns um 17 Uhr wieder bei einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Fred. Von Mr. Mobile Fanboy. Macht's gut. Abonniert, vergessen Daumen nach oben. T-Shirts gibt's in der Beschreibung, wer Lust hat. Ciao.